Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Hm? Hallo, Kasim. Ich bin es. Satya. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt, lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Ach, das ist aber nett. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Gutmütig. Mhm. War schon immer mein Fehler, aber... Ich kann mich an diesem Game hier gerade einfach nicht satt sehen. Ich finde es so genial, wie die das hier gemacht haben. Und vor allen Dingen Draconia. Also, das ist eine der mythischsten Sagen, Legenden und Orte, die es überhaupt im DSA-System gibt. Und dass die das so eingefangen haben und so fantastisch interpretiert haben. Also wirklich, das ist... allererste Sahne. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Tja, da muss man einen Weg finden, um dich da rauszuholen. Pflanze? Nach der Reise durch den Raschtulswall habe ich mehr als genug Pflanzen gesehen. Sie fühlt sich an wie Wachs. Dass hier sowas überhaupt wächst? Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern. Bloß nicht so lange hinsehen. Ja, sehr gemütlich. Diese Haupthalle. Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Hä? Wusch. Fliegende Festung, können wir irgendwas machen. Ich sehe keinen Zusammenhang. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Versuch's doch nur ein bisschen. Können wir die gießen? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Sie riecht wie Wachs. Können wir die Kerze nehmen? Nö. Verbannt? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Pennen gehen kannst du auch nicht, ne? Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich das genau. muss... Das sehe ich ganz genauso, meine Guteste. Und da wartet der andere noch. Genau.
Pflanze irgendwas damit machen? Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Luftgeist, hallo. Ein Luftgeist spielt vor dem Fenster. Das sieht so genial aus. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Spiel mit mir. Lass uns spielen. Lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Lass uns verstecken. Lass uns verstecken spielen. Du versteckst dich vor mir, ich versteck mich vor dir. Du versteckst dich vor den Magiern. Du versteckst mich vor den Magiern. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir zum Gästezimmer, zur Haupthalle. Meine Fresse, ist das genial hier. Was haben wir hier? Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Wachim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Unschuld beteuern. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Waffe. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Todgeweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Schlacht. Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenüber gesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können... Bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Keshal Ri ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Warum liegt ihr bei Draconia vor Anker? Die Luftmagier hatten uns beim Bau von Keshal Ri geholfen. Wir hatten gehofft, sie würden uns auch weiterhin unterstützen. Doch hier interessiert man sich nur für Elemente und Sphärenharmonien, nicht für Politik. Egal wie blutig. Das Konzil will lediglich eine Gruppe Beobachter an Bord schicken, aber mehr auch nicht. Gut, dann gibt es jemanden, der der Nachwelt von mir berichten kann. Ha!
Das wäre viel zu selbstlos für dieses Pack. Die Elementarmagier planen schon länger, sich aus den Geschicken der Welt zurückzuziehen. Sie erwarten, dass die Schlacht ihnen diese Entscheidung erleichtern wird. Mit anderen Worten, sie hoffen, dass es blutig wird und sie nie wieder ihren kleinen Elfenbeinturm verlassen müssen. Wenn es diesen Elfenbeinturm dann überhaupt noch gibt. Tja. So. Ihr wollt den Plan des Prinzen erfahren? Dann lasst mich zu ihm. Auf keinen Fall. Es könnte genau das sein, was er will. Bleibt dem Mistkerl fern. Ich bin bald zurück. Dem Flusslauf folgen. Gewölbe. Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Schick. Ah, genau, da kommen wir wieder raus, dem Wasserlauf entlang. Nein, halt nicht ins Gewölbe. Mann! Rennen Sie jetzt wieder ganz außen rum. Satya. Meine Güte. Es gibt nichts weit. Zur Drachenhalle. Ist das die Eingangshalle, die große? Brauchen Sie einen Hustenbonbon, der Herr? Nach draußen. Hui. Den Wasserlauf entlang. Was haben wir hier sonst noch alles? Auf das Dach. Ich hätte so gern gesehen, wie sie fliegt. Humusadepten, bete. Kümmert. Es ist schön, wie das wächst. So viel frisches Gemüse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Nicht einmal im Palast. Die tun auch hier Nötiges. Du bist doch die Frau aus Fazar, richtig? Wurdest du nicht auf dein Zimmer geschickt? Ist das nicht ganz allein meine Sache? Ich frage mal eben Xerxes. Xerxes! Und schon wieder eine Goal. Ach, wie geil. Gehen wir mal auf das Dach. Müssen wir gar nicht mit ihr reden? Verdächtig. Wer ist dieses Mädchen? Und was flüstert sie Kasim zu? Oh, da bist du ja wieder. Xerxes! Na toll. Ach, wie geil, da schwebt sie ja tatsächlich drüber. Zur Haupthalle. Was haben wir hier? Linkes Fenster. Ah, Erzadept. Ein Erzdepp. So, was haben wir hier? Ein Besen. Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Das ist geil. Straßenhändler verprügeln damit kleine Kinder, die sie beim Stehlen erwischen. Er riecht grauenhaft. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Er ist voll mit Wasser. Und jetzt wohin damit? Er ist voll mit Wasser. Xerxes! Oh Mann. Oh, das ist lustig hier. Gehen wir nochmal ins linke Fenster. Sammeln hier Schleifstein. Ah, denn jetzt hat er sie gesehen. Okay. Ach ja. Erst muss ich heraus. So. Nein! Grütze! Ach nee, so rechtes Fenster. Schauen wir mal. Xerxes! Dem Xerxes, den wird es aber auch langsam mal zu blöd werden, denke ich. Und jetzt wohin damit? Xerxes! Okay. Schon kapiert.
Was machen wir jetzt mit einer Teekanne? Aufs Dach zum Observatorium. Ah, da können wir auch rein. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Sie scheinen zu schweben. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Die Hörner lassen sich drehen. Können wir das irgendwie? Die Hörner lassen sich nicht auf sich selbst ausrichten. Was ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Also ich bin jetzt hier bloß am blöden Rumprobieren, ihr kennt das hier von mir. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch. Das Flüstern wird lauter. Es wird wieder leiser. Das Flüstern wird lauter. Du musst den Garten finden. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn. Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Avestans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Ich vermute mal, Borbi, also Borbarat, die Maske wird zu stülpen. Und auf diese Weise sich eines Dämonenheers zu bemächtigen. Drachenhalle, da werden wir wieder rausgeschmissen werden. Neben dem Admiral sitzt ein geweihter Hesindes. Was hat die Göttin der Wissenschaft mit einer blutrünstigen Schlacht zu tun? Ich wusste doch, dass ich das Grün kenne. Plan des Prinzen. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul-Kanscharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet. Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Rashtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten.